Ich darf gerne ein paar Informationen geben zum Pflanzenschutzmitteleinsatz in der Schweiz und auch etwas in die Zukunft schauen und auch etwas aufzeigen, wie sieht das aus beim biologischen Pflanzenschutz und wie funktioniert das überhaupt. Und ich möchte dann auch in die Zukunft schauen, wo liegen die Herausforderungen und auch auf Entwicklungsziele Entschuldigung, für den Biolandbau eingehen. Wir sind da noch lange nicht am Ende der Entwicklung. Ein paar Daten zu den Verkaufsmengen der Pflanzenschutzmittelwirkstoffen in der Schweiz. Das ist eine vom BLW publizierte Grafik und da sieht man darauf, dass die Wirkstoffe mit besonderem Risiko, also generell sieht man eine leichte Abnahme der Verwendung, der Verkaufsmengen. Es gibt eine leichte Zunahme der biotauglichen Pflanzenschutzmittel. Es gibt eine Abnahme bei den relativ unproblematischen, nicht biotauglichen. Und bei den Wirkstoffen mit besonderem Risikopotenzial tut man sich offensichtlich schwer. Hier kommt es nicht zu einer raschen Abnahme, wie man das erhoffen könnte. Das heißt, es ist auch offensichtlich relativ schwierig, das zu machen. Ich möchte kurz darauf eingehen, welche Pflanzenschutzmittel gibt es überhaupt? Und das ist eine einigermaßen komplizierte Tabelle, aber nicht so schwierig zu lesen. Sie sehen hier, es gibt etwa 380 total zugelassene Wirkstoffe. Davon sind 107 im Biolandbau zugelassen. Und wenn man das aufschlüsselt, dann sieht man, dass es 66 lebende Organismen zugelassen sind, also Nützlinge und Mikroorganismen, die sind alle im Biolandbau zugelassen. Es gibt Pheromone, also Geruchsstoffe, die Insekten verwirren, die sonst sehr völlig unproblematisch sind, die sind auch zugelassen. Und dann bleiben etwa 300 nicht lebende Wirkstoffe. Und davon sind 26 im Biolandbau zugelassen. Die anderen, die wären dann das, was man landläufig als chemisch-synthetische Pestizide bezeichnen würde, so umgangssprachlich. Wir haben dann mal geschaut in einem Szenario, was würde denn passieren beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, wenn jetzt einfach alles Bio wäre in der Schweiz? Und was man hier sieht, ist die Aufschlüsselung in die Anbauflächen. Grün sind die grünen Flächen, also Futterbau, also nicht Futterbau, sondern Wiesen und Weiden. Da würde der Einsatz auf Null zurückgehen, weil Herbizide sowieso ausgeschlossen sind. Etwa ein Viertel der Fläche, das ist die graue Fläche, sind die Ackerbauflächen, dort würde der Einsatz sehr, sehr stark zurückgehen, um fast 100%. Und dann verbleibt noch der orange Schnitz, das sind die Spezialkulturen, Reben, Obstbau, Gemüsebau. Und dort käme es eigentlich nicht zu einer Reduktion der Mengen, sondern zu einer Verschiebung der verwendeten Wirkstoffe. Also von synthetischen, naturfremden Substanzen in Richtung Biocontrol oder biotaugliche Produkte. Wie wird das erreicht oder wie ist dieser Unterschied in der Praxis erklärbar? Und das möchte ich zeigen anhand der Pflanzenschutzstrategie im Bio und der unter Insidern berühmten Pyramide. Der Pflanzenschutz baut auf vorbeugenden Maßnahmen. Ich werde das nachher noch illustrieren, wie Naturschutz, Vernetzung der Landwirtschaft, Standort, Sortenwahl, funktionelle Biodiversität und dann, wenn das nicht ausreicht, werden dann noch biotaugliche Produkte, Pflanzenschutzmethoden eingesetzt. Vielleicht ein paar Beispiele dazu. Die Aufwertung der Landwirtschaft, um die Biodiversität zu fördern, ist absolut zwingend, um unsere Anbausysteme stabil zu halten und resilient, also robust gegenüber Veränderungen zu erhalten. Das ist ein wichtiger Weg, das kostet aber etwas. Ein Beispiel für den Einsatz von resistenten Sorten, Sie kennen das vielleicht, das Beispiel, die Kraut- und Knollenfäule, die in Irland zu den Hungersnöten geführt hat in den 1800er Jahren, da sieht man auf der linken Seite, das ist einfach total befallene Kartoffel, null Ertrag, auf der rechten Seite, wie resistente Sorten ausschauen. Also hier kann man illustrieren, wie wichtig die Sortenresistenzen gegen Krankheiten ist. Eine Methode, die zurzeit immer mehr kommt bei Spezialkulturen, ist das Ausnutzen von Abdeckungen. Damit verändert man das Mikroklima. Hier am Beispiel Kirschen.
Die werden sind einfach von Regen geschützt. Und wenn sie von Regen geschützt sind, dann kommt es zu wesentlich weniger Krankheitsbefall. Das ist ein ganz wichtiger Weg, jetzt auch um vom Pestizideinsatz oder Fungizideinsatz wegzukommen und trotzdem dann gesunde Früchte zu haben. Die Böden, das ist zentral im Biolandbau, aber die Böden werden eigentlich immer noch unterschätzt. Sie haben nämlich starke, suppressive, krankheitsunterdrückende Eigenschaften gegenüber Krankheiten. Und ich kann das hier illustrieren. Am Spinat auf der linken Seite eine sehr gut etablierte Spinatkultur, die Freude macht. Auf der rechten Seite eine lückenhafte Kultur. Und das hängt mit bodenbürtigen Krankheiten zusammen. Und wenn man dem nachgeht, dann kann man versuchen, diese krankheitsunterdrückenden Eigenschaften wieder zu fördern. Und das kann man zum Beispiel mit qualitativ höchstwertigen Komposten erreichen. So kann man dann den Krankheitsbefall, der durch bodenbürtige Krankheiten verursacht wird, drastisch reduzieren. Das ist besonders wichtig, wenn man sich überlegt, dass weltweit die Böden relativ rasch degradieren, also kaputt gehen und damit auch diese suppressiven Eigenschaften verlieren. Ein anderes Beispiel für funktionelle Biodiversität, so nennt man das, wenn man gezielt Nützlinge und nützliche Mikroorganismen fördert, illustriere ich hier am Beispiel Kohl. Man kann Schlupfwespen fördern durch solche Blumenstreifen, die spezielle Zusammensetzungen hat. Und wenn man noch etwas weitergehen will, dann kann man eben auch Begleitpflanzen im Feld in die Kohlkulturen reinsetzen. Und hier, das ist Centaurea, die Kohlblume, die wurde nach langen Arbeiten so ausgewählt. Sie bietet den Schlupfwespen Schutz und auch Zuckerwasser, damit sie sich ernähren können. Und so können sich dann diese Schlupfwespen auch im Feld drin etablieren. Und so kann man dann auch auf Insektizide mindestens teilweise verzichten. Das kann man weitertreiben. Hier ist das System Obstbau illustriert, beispielhaft. Da gibt es eine Menge Viecher, die da fleuchen und kräuchen. Und da versuchen wir natürlich, diese auch gezielt zu nutzen und zu fördern, um eben den Schädlingsdruck zu reduzieren. Wenn ich jetzt etwas in die Zukunft schaue, dann kann man sich überlegen, ob wir auch in Europa mit Mischkulturen arbeiten wollen. Das sind diese Agroforstsysteme. Kann sehr interessant sein. In den Tropen ist das viel weiter entwickelt als in Europa. Also hier steckt einiges Potenzial drin. Wo wir großes Potenzial auch sehen, ist, dass wir nicht nur resistente oder robuste Sorten züchten, sondern dass wir auch Sorten züchten, die sich für Mischkulturen eignen. Damit können wir auch sehr viel Robustheit in die Systeme reinbringen gegenüber Stress. Und etwas, woran wir auch arbeiten, das ist auch relativ neu eigentlich, ist, dass man nicht nur die Pflanzen züchtet, sondern dass man mit ihnen auch die Mikroorganismen mitzüchtet, die ihnen dazu verhelfen, dass sie resistenter sind, aber auch besser an Nährstoffe herankommen. Und hier ist das recht schön illustriert, wie Mikroorganismen, die sind überall in und auf den Pflanzen und die sind sehr nützlich. Und man erkennt eigentlich erst jetzt, welche Funktionen diese haben. Das ist ein Verdienst der Grundlagenwissenschaften, die uns hier relativ rasch weiterbringt im Verständnis. Das ist ganz zentral, dass wir diese Grundlagen erarbeiten können. Ein weiteres Beispiel zum direkten Pflanzenschutz, wie wir da weiterkommen wollen. Es ist offensichtlich, Kupfer ist ein Problem oder ist ein Problemfeld im biologischen Landbau. Das wollen und müssen wir mittelfristig ersetzen. Und hier arbeiten wir zum Beispiel an Pflanzenextrakten. Hier ein Beispiel aus Lärchenrinden. Lärchenrindenextrakt, das hat recht hohe Aktivität gegen die wichtigsten Mehltaupilze auf Reben zum Beispiel. Und das versuchen wir hier weiterzuentwickeln, bis es zu einem nutzbaren, für die Landwirtschaft nutzbaren und bezahlbaren Produkt entwickelt werden kann. Wie sieht dann das vielleicht in der Zukunft aus? Und ich denke, da gibt es ein Riesenpotenzial, das noch nicht ausgeschöpft ist. Also vielleicht sieht ja eine zukünftige Landwirtschaft so aus, dass wir solche Mischkulturen haben oder streifenweisen Anbau, um eben diese Diversitätspotenziale voll auszuschöpfen. Und vielleicht können wir auch dank Precision Farming, auch Mechanik, Begleitpflanzen mitten in die Kulturen reinbringen, um Nützlinge zu fördern. Das ist eigentlich, da steckt nach unserer Meinung ziemlich viel Potenzial drin.
Wohin wollen wir gehen als Fibel? Also aus unserer Sicht, und das ist relativ klar, glaube ich, auch der Biolandbau ist noch lange nicht zu Ende entwickelt und wir haben uns relativ ambitionierte Ziele gesetzt. Wir wollen an die Ernährung 2040 denken. Was müssen wir dann erreicht haben? Wir wollen regionale und faire Biowertschöpfungsketten etablieren. Fairness ist absolut zentral in der Landwirtschaft. Wir wollen die Produktivität weiter steigern können, ohne Kollateralschäden. Die Herausforderungen für eine Steigerung und Flächenausdehnung im Biolandbau, die sind groß. Das ist sehr viel mit sehr viel Logistik verbunden. Smart Farming habe ich vorhin kurz angetippt. Diese neuen Technologien sollten breit genutzt werden. Die Anbausysteme müssen robuster werden gegenüber Klimaveränderungen. Und wir wollen natürlich Biopflanzenschutz ohne diese bedenklichen Substanzen, die im Moment noch notwendig sind. Ganz wichtig und extrem schwierig zu erreichen, die Landwirtschaft generell muss klimaneutral sich entwickeln und in diese Richtung gehen. Wir wollen unbedingt die Biodiversität fördern, weil es reicht nicht, was jetzt getan wird. Es muss mehr sein. Wir müssen natürlich die Ressourcen wie Trinkwasser schützen, die Bodenfruchtbarkeit erhalten. Und auch ein wichtiger Punkt ist, wir brauchen einen gesellschaftlichen Konsens, wie wir mit der Tierhaltung und auch der Konsumation von Fleisch und tierischen Produkten umgehen wollen. Es ist, glaube ich, offensichtlich, es gibt viel zu tun. Und damit gebe ich gerne zurück.